Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Staffel oder zu einem weiteren Abschnitt in unseren Let's Play Classics, ein neues Spiel in unseren Let's Play Classics, so rum. Und zwar spielen wir zusammen den Euro Truck Simulator. Ja, mal wieder ausgegraben. Ich hatte einfach mal wieder Bock, den zu spielen als Let's Play Classics, weil er ist ja doch schon ein bisschen älter. Und mit dem hat eigentlich so die ganze Euro Truck Simulator-Reihe angefangen. Gut, davor gab es noch ATVs of Steel, aber das war alles in Amerika. Der kommt auch noch in die Let's Play Classics rein. Ich weiß noch nicht, wann ich den mache, wann ich da dazu komme. Und ja, hier sehen wir einen richtig schönen V8 Mercedes LKW. Müsste soweit alles eingestellt sein, lenkradtechnisch und so weiter. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ich glaube, der Spielsound ist ein bisschen zu laut. Den sollte ich mal ein bisschen leiser machen. Musik leiser. Ja, ist was prüfen, weil wenn ich dann mit dem Radio spiele, da ist es dann ein bisschen zu laut. Wobei, ich habe das Mikrofon auch schon sehr laut gestellt. Und normalerweise müsste man mich aber ganz gut verstehen. Und deshalb starten wir jetzt ein neues Spiel. Wir starten in den Niederlanden, weil dann bekommen wir gleich Deutschland mit dazu. Und fahren fort. Auf geht's ins Spiel, ich freue mich schon drauf. Ja, hier haben wir unseren LKW-Händler. Wir haben 100.000 Euro, mit der wir jetzt unseren ersten LKW kaufen können. Mal schauen, was wir für einen vorgeschlagen bekommen. Einen Renault A-Klasse. 174.000, ne, den können wir uns jetzt eh nicht leisten. V6 mit 12,8 Liter und 500 PS, naja. D-Klasse 410 PS, 10,8 Liter. Aber ich mag eigentlich am liebsten den da. Auch vom Interieur und so weiter ist einfach mit am schönsten. Der gefällt mir am besten. Nehmen wir den da. So. Und hier sitzen wir nun in unserem wunderschönen ersten LKW. Ja, richtig schön eingerichtet. Hier oben auch schon mit... Na, das ist noch der analoge Fahrtenschreiber, ist halt bloß digitalisiert, also noch nicht mit Fahrerkarte und so weiter, wie es jetzt ist. Aber gut, das Spiel ist ja auch schon von 2000, lass mich kurz überlegen, 13, 12, 13, irgend sowas in dem Dreh. Und da waren die halt noch üblich. Gut, auf jeden Fall. Wir sind hier in Amsterdam und dann fahren wir jetzt mal zu unserem ersten, zu unserer ersten Spedition, Transinet, und holen uns da den ersten Auftrag. Auf geht's! Halt, das war die Map. Hier ist der Starter. Ich muss mal kurz meinen Bass ein bisschen leise machen, das wummert auch. So, jetzt ist besser. Okay, und auf geht's. Ich fahre mit meinem G27. Halt, und schon mal in die falsche Richtung. Na gut, fahren wir oben rum, ist auch nicht so schlimm. So, ich habe Automatikschaltung drin, weil mit manuell... Ich kann eigentlich bloß dann manuell fahren, wenn ich mit H-Schaltung fahre, mit Kupplung und so weiter, erst dann kann ich quasi richtig manuell fahren. Das so mit den Schaltwippen am Lenkrad ist nicht so meins. Die Ampel schaffen wir noch. So. Uah, Hilfe. Rutschen tut er ganz schön gut. Das können wir schon mal festhalten. So, dann schauen wir nochmal. Was nehmen wir da? Ah ja, nehmen wir den Digitaldacho.
Und hier ist schon Transinet. Komisch, dass hier überhaupt kein Verkehr ist. Na komm, sehe ich nicht. So, und da sind wir auch schon. Was nehmen wir denn? Berlin. Und was haben wir da? 4900. Da müssen wir halt aufpassen, dass wir keinen Unfall oder so bauen. Nehmen wir die Elektrogeräte. Ich glaube, dafür brauchen wir keine Spezialausbildung. Und auf geht's. Ich weiß gar nicht, was auch schon mit den ADL-Lizenzen. Ob wir da einen extra Kurs zuerst brauchen, beziehungsweise wie das ausschaut mit dem Zoll oder ob wir den Kurs dann machen, wenn wir den Auftrag auswählen. Das war so schön beim Euro Truck Simulator 2, da hast du aus dem Fenster rausschauen können, wenn du weiter nach hinten draht hast. So, kappeln wir an und los geht's. Na, fahren wir einfach mal den Hinweisschildern nach. Um den Backmann. Ärger mir nennen. So. Na komm. Gehst du zu mir? Passt. Ja, wie gesagt, Eiskrum das Spiel. Und jetzt mal wieder so richtig Bock drauf kommt zum Spielen. Irgendwie, weil das gehört halt auch mit dazu und vor allem Let's Play Classics, das ist halt auch was Schönes. Auch zum Sehen, ja, wie sich das Spiel entwickelt hat über den Euro Truck Simulator, dann ist der German Truck Simulator gekommen und dann glaube ich der Euro Truck Simulator 2 und halt am Anfang die 18 Wheels of Steel Reihe. Wie gesagt, von denen mache ich dann auch mal ja, Let's Play Classics, die können auch mit dazu. Und natürlich läuft der Let's Play Classics, wir spielen zusammen Need for Speed Underground 2, das läuft natürlich auch weiter. Da braucht es euch keine Sorgen machen. So, und jetzt brettern wir mit Höchstgeschwindigkeit nach Berlin. Schalte mal einen Tempomat ein. Weil mein Fuß in meiner Sitzposition ist es gerade ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit aufs Pedal zu drücken. Ich habe meinen Schreibtischstuhl ganz hinterstellen müssen, damit das Mikrofon vor meinem Lenkrad noch Platz hat. Jetzt war das ein wenig schwierig geworden. Jetzt hätte ich nämlich jedes Mal beim Lenken, wenn ich ein bisschen stärker eingelenkt hätte, das Lenkrad. Das Mikrofon vom Tisch geräumt. Aber so müsste das eigentlich ganz gut hinhauen. Da schauen wir ein wenig in den Spiegel ein. Nicht, dass uns hinten einer überholt und in dem Moment vor mir auf die andere Spur. Ich meine, er ist zur selber schuld. Aber in diesem Spiel ist er selber schuld. Aber gut, aufpassen kann nie schon. Wir kriegen trotzdem die Strafe. Passt. Na komm. Komm, schalt unten. Kann ich auch. Müdigkeitssimulation haben wir auch eingeschalten, was einen richtig schönen Realismusfaktor gibt. Wobei ich glaube nicht, dass wir auf der kurzen Strecke irgendwie müde werden dann. Okay.
Wir fahren nach Berlin. Ich persönlich glaube, war noch nie in Berlin. So, in der Zwischenzeit möchte ich euch mit ein bisschen Musik unterhalten. Normalerweise dürft ihr da noch nicht rutschen. Mensch. Nee, klasse. Ja, was denn jetzt? Was ist denn hier los auf der Straße? Mal kurz was. Sieht nach Regen aus. Das ist Leuchtturm. Nein!
Das war falsch. Wo ist mein Licht? Ach, hier. Genau, ich hab's auf die linke Schaltung gelegt. Jetzt wird's ein Fernlicht. Das stimmt, bei den alten Spielen ist es ja noch so programmiert, dass wenn man das Licht drückt, dann kommt Ablendlicht, Fernlicht aus. Und ich glaube, das erste Spiel, bei dem man das Fernlicht separat ein- und ausschalten konnte, war der Citybus Simulator. Zumindest von den Spielen, die ich kenne und gespielt habe. Ich weiß nicht, ob es bei GTA auch schon so war. Müsste ich jetzt gerade mal nachschauen. Da müsste es nach Berlin gehen. Ja, aber es sieht gut aus. Also, dass er bei 30 aus der Kurve rutscht oder bei 40, das kann irgendwie doch nicht sein. Naja. Also beim Euro Truck Simulator 2 ist das bestimmt nicht mehr so. Also ist es auf jeden Fall nicht mehr so. Da rutscht der LKW lang zu stark. Wie jetzt hier. So, dann brauchen wir die Karte, da müssen wir hin müssen. Entschuldigung. So, da sind wir auch ja schon in Berlin. Ja, tut mir leid, dass der von der Musik immer ein Stück wegschneidet. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich an der Umwandlung ins OGG-Format, wobei vielleicht auch der Player dran schuld sein kann, ich weiß es nicht. Tut mir wirklich leid, dass es so ist. Fern ist dran? Nein. Oh, ist er schon weg? Die Ampeln haben echt kurze Rotphasen. So eine kurze Rotphase möchte ich auch. Halt, wie schnell fahre ich denn? 50 ist erlaubt. Mensch. Bus-Driver könnte ich auch mit reinnehmen in die Reihe von Let's Play Classics, die Let's Play Classics Serie. So, und da sind wir. Schauen wir mal, ob ich das noch kann, rückwärts einparken mit Auflieger. So, schauen wir mal. Was ja ganz schwierig ist, ist mit der Bremse rückwärts Gas zu geben. Und mit dem Gas dann dementsprechend zu bremsen, mit dem Gaspedal. Das ist ganz ungewohnt. Tritt man auf die Bremse und gibt Gas. Ups.
Und wir haben es geschafft. Wir haben 4.900 Euro erhalten. Keine Geldstrafe für beschädigte Fracht. Wir haben keinen einzigen Unfall gebaut. Und ja, 20 Minuten haben wir für diese Fahrt gebraucht. Darum würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Let's Play Classics, wir spielen zusammen den Euro Truck Simulator. Bis dahin, macht's gut und schaltet auch dann wieder rein. Und ja, bis dann, macht's gut. Tschüss und bis bald.